Ja, meine Lage, wie sieht meine Lage aus? Meine Lage ist eigentlich unberührt von dem, was hier sonst angeht, weil ich habe eine Fahrschule und komischerweise habe ich hier eine Anmeldung nach dem Lockdown bekommen und also mich belastet das überhaupt nicht, ich muss jetzt auch ehrlich sein, ganz egal. Also, ich glaube mir überhaupt nicht, ob das, ich habe hier meine Sachen und es ist sehr angenehm und sehr ruhig hier. Wie gehst du mit der Krise hier in Spanien um? Also jetzt im Moment hat sich für mich jetzt, ist vorbei, für mich hat so alles normalisiert jetzt. Vorher war natürlich, ich weiß gar nicht, warum die in Deutschland so heulen. Hier war es richtig hart. Ich habe 3 Monate lang hier gar nichts. Weder was verdient noch, ich musste die 10 Wochen. Ich durfte nicht fürs Loch. Wenn der fürs Loch da ist, dann sind da gleich fürs erschossen. Hm. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, die Weiche, die sind da am Heulen. Ja. Ich weiß nicht warum. Also hier bei uns war das knallhart und da dachte, bist du einmal raus, mal zum Einkaufen gehen. Den Tag hast du schön rasiert, schön angezogen, dann hast du den Müll runtergemacht, da war der Highlight. Sonst hast du den ganzen Tag zu Hause gesessen, du konntest nirgendwo hin. Das können die ja gar nicht begreifen. Hast du einen Balkon? Ich habe eine Terrasse, ja. Sei froh. Ja, das ist schön. Sei froh. Ist deine Existenz bedroht? Ja, im Prinzip nicht mehr. Ja, wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, nochmal 3 Monate, das werde ich ja nicht machen, dann gehe ich nach Deutschland, dann gucke ich, was ich da mache. Ich habe nicht mal wieder im Geld, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, hier nochmal wieder wohnen. Ihr wisst gar nicht in Deutschland, was das hier war. Ja. Das war hier wirklich hart. Ja. Da hat man gar keinen Bock. Ich habe 12 Kilo zugenommen. Und die sind Jammerlappen da, die machen da so Stress. Ich weiß gar nicht, was die auch machen müssen. Das kenne ich doch gar nicht, was hier abgeht. Und für mich ist das jetzt also ruhig, angenehm. Sind keine Leute, keine schreienden Leute mehr. Ich meine, okay. Fehlt natürlich das andere, die Party, die Leute fehlt komplett. Das gibt natürlich viele Leute, die darunter leiden, die dann auch quasi nichts mehr zu fressen bald haben. Weil jetzt im Sommer sind die am Geld sparen, damit sie über den Winter kommen. Ja, ja. Das wird für viele Menschen hier ein ganz harter Winter werden. Ja, das glaube ich auch. Das wird richtig hart. Das glaube ich auch. Da werden einige, und die Kriminalität wird hier zulegen, ich bin mir ganz sicher. Da werden die der ganze Testrad vor der Balkon legen. Musst du sichern. Hat Andreas schon gemacht, hat er schon erzählt. Ja. Das wird ganz übel. Die wissen nicht, wovon sie fressen sollen. Das ist nicht wie in Deutschland. Hallo, wir uns alle, kommt hier runter, statt hier alle. Richtig. Deswegen rennen sie alle dahin, hier bei uns gibt es das nicht. Ja. Sind Proteste seitens der Bürger hier vorhanden? Wegen irgendwelcher Schließungen oder so? Ja, hier war mal was, ja. Vor ein paar Wochen. Da habe ich nichts mit, also hier nicht. Okay. Vielleicht ein paar Mal waren wir an einer Veranstaltung, da haben sie protestiert. Irgendwie schließen, weil interessiert sind alles Kommunisten in der Regierung, das ist denen was egal. Das ist jetzt sowas von egal. Wie geht ihr mit dem Thema Mundschutz hier um? Wie empfindet ihr das? Das ist alles normal jetzt, das ist ganz normal. Man hat sich dran gewöhnt. Man hat sich schon gewöhnt, ne? Okay. Ich vergesse es ab und zu mal, ne? Aber sonst habe ich immer einen dabei, ich habe wieder vergessen. Fühlst du dich irgendwie beeinträchtigt dadurch? Wenn ich im Auto sitze, gut, das ist normal mit der Fahrschule, musst du anziehen. Wenn du am Essen bist und am Tisch sitzen, ist das ganz normal, dann siehst du das aus. So schlimm ist das nicht, nur wenn du aufstehst, also auf den Klo gehst oder auf die Straße gehst, siehst du den Mund. Habe ich mich wieder daran gewöhnt, das ist ganz normal jetzt. Ne? Ja. Für mich nichts Schlimmes mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum der so Stress macht, sondern froh sein, wir müssen uns doch schützen vor dem Scheiß. Ja, richtig. Dann machen die so einen riesen Aufstand in Deutschland, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Die machen deshalb einen Riesenaufstand, weil in Deutschland mit diesem Mundschutz auch ein Faschismus läuft. Wie siehst du das hier? Werden hier Menschen angegangen, wenn mal einer keinen trägt? Also in Deutschland ist es ganz böse. Das ist wirklich böse. Also meine Schwester, es ist so gewesen, die war im Rossmann drin und wurde rausgeschickt, trotz Attest, ja, also ohne Mundschutz und mit Attest, also aus dem Rossmann raus. Und, Sie hatte keinen Mundschutz an oder was? Genau, sie hat einen Attest vom Arzt bekommen und hat es ohne Mundschutz dann im Rossmann rein. Das hat etwas damit zu tun, weil viele Leute dann die Unwissenheit, ne, würde genau, ich ja sagen. Genau. Die wissen nicht, dass es sowas gibt, eine Möglichkeit gibt es. Das gibt es, glaube ich, hier auch. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Das gibt es hier auch. Ja. Aber mich interessiert das ja. Ich mache hier mein Ding, ich lebe hier für mich und mir ist das scheißegal. Das ist richtig so. Was anderes kannst du auch gar nicht machen. Hast du ja schon immer. Könntest du Deutschland die Fresse hauen, ist mir sowas von scheißegal. Ja. Ja, kurze Frage zu dem Thema Fake News. Wir haben in Deutschland mitbekommen, dass
hier bei uns in Deutschland ganz viel Fake News unterwegs waren hier von den Partyhochburgen. Die haben alte Bilder benutzt. Was sind das für die Fakes? Die haben Bilder von 2019 und 2018 benutzt. Also, ja. Okay. Die Bilder waren zwar von 2018 und 2019, aber sie entsprechen in der Realität. Es ist ja nicht so, als wenn die nichts gemacht hätten mit dem einen Freitag her. Ja, ich war selber aber drin. Also klar, in Form Fake News, wenn du sagst, das waren die falschen Bilder, die passen nicht zur Zeit. Aber es war schon was Wahres dran. Das war schon an diesem Wochenende, an dem Freitag, ich war in einem Laden drin. Wie viele Menschen waren es ungefähr? Das war rappelvoll. Ich war in der Straße, war ich nämlich drin. Das kann ich nicht sagen, was da passiert ist in der Bierstadt. Ich war es nicht bei einem anderen Laden drin. Da hat wieder das Bedienungspersonal, was man mal nicht, das sind nur Maske. Die Leute sind auch vorbei, die so sind. Wir König Halligalli, also nichts nie gewesen wäre. Das sah für mich schon so aus, wie das eine Falle wäre. Weißt du? Ja, ne? Alle genau. Vorne reingetreten, alle haben Scheiße gemacht. Aber es war schon in Ordnung, war also nicht so, wie es sein sollte. Ja. Da haben sie schon Scheiße gemacht. Und dann nützen die das natürlich auch. Dann haben wir, das war Scheiße, was man nicht war so, aber das hätte man doch vielleicht nochmal anders machen können. Dann sagen wir, pass mal auf, das geht so nicht, ich gebe euch den letzten Aufruf her und dann hätte man dann nochmal aufstellen können, dass sie machen, was sie mitmachen dürfen. Hier, der Laden auf einer Seite hier, der hat das runtergelitten. Der hat den gleichen Tag aufgemacht und abends konnte er wieder zumachen. Ach du Scheiße. Der hat nichts damit zu tun, das ist ein Spanier, das ist ein Restaurant. Ja, genau, das ist grausam. Die leiden natürlich darunter, so Leute. Ne? Ja. Aber das war schon, irgendwie war das provoziert, glaube ich. Ich weiß nicht, es sah wirklich so aus, als wenn das hier extra da macht mal, lass jemand die Scheiße treten und dann ficken wir es anschließend. Also so, ja. So kam das vor. Ja, so kam es bei uns auch an. Weil wir wissen ja, was die Fotos sind. Die Fotos sind, ob da nur 2020 oder 2019 oder steht. Die Fotos, das war schon, waren die genauso wie. Ja, sie haben es in Deutschland sehr, sehr hoch gepauscht. Wirklich viel und sehr hoch gepauscht. Und das ist das, was wir einfach auch hinterfragen, ja. Weil die ganze Mainstream-Presse, die ist gleichgeschaltet in Deutschland. Egal, wo du hinguckst, da ist nicht irgendwie einer mal unterschiedlich, der berichtet oder so. Und dafür sind wir ja dann da, die freie Presse. Und wir stehen mittendrin, wir berichten über das sozusagen, was andere nicht bringen. Ja, ich danke dir ganz doll, lieber Micha, für dein Gespräch. Dann wollen wir hoffen, dass das alles gut zu Ende geht, alles, ne? Dass das mal zügig rumgeht. Dass für die Leute, die hier noch ihre Arbeit vermissen, ne? Dass die dann wieder an den Start kommen. Genau. Ja, die Hotellerie, die soll ja ab zum 15.8. auch 80% zumachen. Echt? Ne? Ja. Zumachen? Zumachen. Ja, mal, ja. Für den Rest des Jahres, also bis nächstes Jahr. Ich meine, hier sind komischerweise viele Holländer hier, ne? Ja, Holländer, weil Engländer. Weil die hinten die Hotel zugemacht haben, weil die in meiner Luft, glaube ich, alles so. Die sind also nicht die Leute hier, die sonst hier sind. Ja, genau. Und für die Leute Kellner, das ist natürlich, die Mallorquiner selber sagen dann, ja, das sind ähnlich unsere Leute, die kommen dann aus Ungarn, aus Tschechei, die brauchen wir nicht. Die Leute, die hier, das geht um die Leute, die hier arbeiten, hier leben, unsere Spanier, so reden die halt, ne? Mhm. Und ja, ist egal, wer auch immer. Wenn die mit sich schon mal beschäftigt hätten, dann wäre es ja schon mal schön. Mal gucken, was passiert. Aber wenn jetzt nichts passiert, wird das der härteste Winter, den ich jemals gesehen habe. Ja, das stimmt. Da habe ich schon ein bisschen Respekt vor jetzt. Ja, das glaube ich. Da musst du alles hier zumachen, das wird übelst. Und so unsere schwarzen Freunde hier, die müssen ja auch von der Seite nehmen. Die kriegen ja keine Unterstützung in Deutschland. Richtig. Dann ist keiner, der den Scheiß abkauft. Sollen sie nach Deutschland kommen? Die schon alle kommen. Ich sag das mitten im Hemen. Aber wirklich. Ja, ist ja auch so. Helmut! Ja, wenn ich in ihrer Situation wäre, würde ich das auch machen. Aber das hilft keinem, ne? Also uns zumindest nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich hoffe, Mallorca merkt jetzt, was Touristen auch ausmachen. Ja? Mallorca braucht Touristen. Die Mallorquiner sind ja sehr, überleg mal, vor 40 Jahren, die war ja nichts, die sind ja verhungert. Die sind ja alles so Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und was auch immer. Die haben einfach vergessen, dass sie davon durch diese Touristen groß geworden sind. Richtig. Das haben sie wirklich vergessen. Nun sind Mallorquiner ein bisschen anders gestrickt. Das sind sowieso so Inquisition-Leute. Ne? Ja. Die haben eh nicht gerne Fremden zu tun. Ja. Und schwierig. Also, die sollten mal langsam mal wieder bewusst werden, dass sie hier mit den Leuten 40 Jahre gehört, dass ihre Eltern, ihre Vorfahren, ich habe mal ganz. Provozierend. Die haben früher, vor 40 Jahren, haben die morgens einen leeren Eimer rausgestellt und abends war der voll geworden. Voller Geld, die wissen gar nicht warum, haben sie bis heute nicht. Okay. Also, verstehst du das? Also, jetzt machen sie dicke Hose. Jetzt haben sie so viel Kohle verdient und jetzt wollen sie denen nichts mehr zu tun haben. Ja. Schwierig. Deswegen, man muss da einen vernünftigen Mittelweg finden. Ne? Ja, richtig.
ich sitze hier mit meiner Lampe noch. Okay. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Ja, danke dir. Bleibt aufrecht, ne? Machen wir.